Liebe Freundinnen und Freundinnen, Elster, Brabourn, Red Prince und Gala. Das sind Apfelsorten. Und die haben rund einen Marktanteil von 50% aktuell. Mitte des 19. Jahrhunderts hatten wir noch 20.000 Sorten. Heute sind es 2.000. Marktrelevant 8. Und weiten wir einmal den Blick auf die Weltbevölkerung, dann sehen wir, es gibt seit Jahren immer weniger Gendiversität bei Mais, bei Weizen und bei Reis. Und diese Arten, die noch da sind, die sind meistens gar nicht mehr genfest. Das heißt, Saatgut muss jedes Jahr aufs Neue für teuer Geld gekauft werden. Und große Pharmaunternehmen aus dem globalen Norden machen damit Kleinbäuerinnen im globalen Süden abhängig. Und deswegen ist Artenvielfalt eine Frage der globalen Gerechtigkeit, auch für den globalen Süden. Und wir verlieren jeden Tag wildlebende Tier- und Pflanzenarten. 150 Arten pro Tag sterben aus. Das Braunkehlchen, der Kiebitz, der Kuckuck sind in NRW vom Aussterben bedroht, um nur einige zu nennen. Lebensräume werden zerstört, Versiegelungen, Pestizide und Eintönigkeit der Naturlandschaften setzen der Natur zu. In der Folge stürzen Ökosysteme wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und wir sind es, die leiden unter der mangelnden Versorgung von wichtigen Ökosystemleistungen. Doch es ist keine Zeit zum Missmut. Der Mensch hat dieses Gleichgewicht auseinandergebracht. Aber der Mensch kann auch wieder einen Ausgleich vollbringen. Es ist dringend Zeit, dass sich was ändert. Und das ist unsere Aufgabe. Und diese Aufgabe nehmen wir als Bündnis 90 Die Grünen an. Wir brauchen mehr Mittel für den Naturschutz. Es ist eine Ansage, dass wir es geschafft haben, den Naturschutzetat mit Oliver Krischer zu erhöhen. Und das ist erst der Anfang. Wir machen weiter, damit wir mehr Geld für den Naturschutz haben, damit mehr Flächen renaturiert werden. Und viel entscheidender, vielleicht noch viel entscheidender als das Geld, ist am Ende die Währung, die wirklich endlich ist. Das ist nämlich die Fläche. Wir brauchen nicht immer das neue Gewerbegebiet. Nee, wir brauchen Wiedervernässung, wir brauchen Moore, wir brauchen Feuchtwiesen, Auwälder, Naturwälder, Wildnisentwicklung und her mit dem guten Leben, her mit dem zweiten Nationalpark für NRW. Klar ist aber auch, es wird nicht reichen, wenn wir so weitermachen wie bisher, uns ein paar Flächen aber nehmen, da einen Zaun drumherum bauen, sonntags da spazieren gehen und unser Gewissen beruhigen. Wir müssen auch an die anderen Flächen ran. Das heißt, an unsere Wälder, an unsere Forste und auch an die Landwirtschaft. Und wer jetzt denkt, Grüne gegen Landwirtschaft, sage ich Schluss. Bienen verschwinden und Dürren setzen zu. Das sind doch die Landwirtinnen und Landwirte, die das jeden Tag merken. An der Ernte, die nicht mehr da ist. Es sind doch die Landwirtinnen, die betroffen davon sind, wenn mit Dumpingpreisen Lebensmittel runtergeputscht werden. Es sind doch diejenigen, die immer verlieren, wenn es um das Thema Flächenfraß gegen Gewerbegebiete geht. Und deswegen sind wir die natürlichen Verbündeten der Landwirtinnen und Landwirten NRW und Sie die Verbündeten im Kampf gegen die Artenkrise. Und ich weiß, dass viele zu Recht auf potenzielle oder tatsächliche Zielkonflikte von Naturschutz und Klimaschutz aufmerksam machen. Und ich finde es gut, dass wir darüber sachlich diskutieren und uns auch streiten. Denn es gibt diejenigen, die entwickeln ihr Herz für Biodiversität dann, wenn man damit sozialen Wohnraum verhindern kann. Es gibt diejenigen, die ihr Herz für das Soziale erst dann entdecken, wenn es darum geht, Klimaschutz zu verhindern. Oder es gibt diejenigen, die Biodiversität dann ausspielen, wenn es um das Thema Klimaschutz geht. Und so sind wir nicht.
Wir denken die Krisen zusammen, wir arbeiten vernetzt an Lösungen. Das macht uns Bündnis 90 Die Grünen aus. Das Artensterben wird massiv beschleunigt, wenn die Erde sich zu stark erhitzt. Das Klima braucht den Naturschutz. Der Schutz von Mooren, Wäldern und Flussauen ist aktiver Klimaschutz und aktive Klimavorsorge. Wir wollen Natur und Klima gerecht werden. Mit grüner Beharrlichkeit, mit Freude an den besten Ideen und begeistert davon, etwas zum Gelingen zu bringen. Für das Klima, für die Arten, für eine Welt voller Leben. Vielen Dank.